Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus Luna. Ich bin überzeugt, Sie waren noch nie in Ihrem Leben in einem Zirkus, der fast 180 Artistinnen und Artisten auftreten. Vielleicht haben Sie es schon gehört. Wir haben am Montagmorgen mit den Proben begonnen. Wir hatten eine tolle und lehrreiche Woche. Es war nicht ganz immer so einfach. Sie kennen ja Ihre Kinder. Heute Morgen hatten wir die Hauptprobe. Es lief alles wie am Schnürchen. Es gab keine Fehler und keine einzige Panne. Wir haben dann gedacht, ein Kinderzirkus ohne Fehler, das ist ja etwas langweilig. Darum haben wir extra für Sie heute noch drei Fehler einstudiert. Wir bitten Sie, auf das Fotografieren zu verzichten. Die Aufführung wird gefilmt und fotografiert. Genießen Sie stattdessen den Augenblick. Bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte. Falls jemand vor Ihnen glücklicher Lage ist und während der Vorstellung einen Nackenruf entgegennehmen darf, sprechen Sie bitte laut und deutlich. Wir möchten alle etwas davon haben. Danke! Jetzt aber Vorrang auf Manege frei für den Zirkus Luna! Thank you.
Protagonist gesehen. Und zwar, als erstes haben wir eine Gruppe, die hat ganze Souvenirs und Pausenattraktionen ausgemacht. Unsere Souvenirgruppe!
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, das war es bereits fast. Es folgt nur noch das große Finale. Bevor nochmals alle Kinder in die Manege kommt, möchte ich ein herzlichen Dankeschön an alle Mitwirkenden aussprechen. Ohne diesen vielen Menschen wäre dieses Zirkus nicht möglich gewesen. Allen voran die Lehrpersonen. Diesen haben mit den Lehrpersonen diese wunderbaren Nummern einstudiert. Und die Lehrpersonen erhalten doch ganz seltenen, tossenden Applaus. Martha, Ellie, Philipp, Eva, Finn, Sina. Liebes Publikum, uns ist es doch ein großes Anliegen, einer Person ein besonderes Dankeschön auszusprechen. Was er für dieses Projekt diese Woche, aber vor allem auch schon das ganze Jahr über geleistet und investiert hat, ist beinahe übermenschlich. Er hat stets den Überblick, hat organisiert, koordiniert, angefragt, mitgedacht, informiert und uns immer wieder motiviert. Er hat unzählige Stunden in dieses Projekt gesteckt, ganz vieles ganz selbstverständlich übernommen und getragen und ist auch in schwierigen Situationen immer ruhig geblieben. Er hat enorm viel beigetragen, dass wir heute hier stehen können und diese fantastischen Zirkusaufführungen genießen können. Und ich bin mir fast sicher, dass die meisten hier drin irgendwann im Verlauf dieses Projektes mit ihm zu tun hatten, von ihm für etwas angefragt wurden oder informiert wurden. Als Dankeschön wollen wir ihm nun gerne einen herzlichen und tosenden Applaus schenken, den er sich mehr als verdient hat. Im Namen vom ganzen Team, danke für deine unschätzbar wertvolle Arbeit, dein Herzblut und dein unendliches Engagement für den Zirkus Müllermatt. Alex, let's go! Vor und auch für unsere Hauptakteure und Hauptakteurinnen, die Kinder!